Also die Nächte sind hier grau. Grau und dunkel und düster und man erkennt kaum was. Und hier ist Assassin's Creed Unity mit dem alten Mann. Ja, ich grabbel alte Spiele raus. Dabei kommen jetzt eigentlich genügend, aber egal. Ich habe da Lust zu. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Akzeptieren und nachverfolgen. 1000, das Archiv, Begleitermission. Das machen wir denn jetzt mal. Neues Ziel, Verbündeten verteidigen. Komm, beeilen wir uns mal. Der ist hier in irgend so einem Innenhof. Verlierst dein Tempo, toter Mann. Das war's schon. Gut. Das war leicht verdientes Geld. Das auch. Jetzt haben wir 15.000. Okay. Rostiges Hufeisen. Jetzt haben wir 15.000. Da ist natürlich obendrauf das Ding, was wir brauchen. Hier ist irgendwas mit Alarm, sehe ich gerade. Ich muss aber sowieso nachher nach da oben hin, in dieses Gebiet. Wir werden nachher hier wieder hinreißen. Reißen, vor allen Dingen werden wir da. Aber erstmal reißen wir hier hin. Ich kann ja mal gucken, ich habe ja hier noch so Spielemodus und sowas vom Monitor. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Wartet mal, wo war das? Das war es nicht. Knopf 2. RTS, Rennen. Ah, bringt nicht so wirklich was. Gehen wir erstmal rein. Und holen Geld ab. Wieder ein voller Tag. Einkommen verfügbar. 109. Ja. Jetzt habe ich genug Geld. Die Arbeiter konnten eine Tür im Keller aufbrechen. Sie würde eine Möglichkeit bieten, unbemerkt vom Nordufer herzukommen und zu gehen. Falls jemand von einer solchen Möglichkeit Gebrauch machen möchte. Aha. Jetzt ist es voll ausgebaut. Und ich habe kein Geld mehr. So. Das macht aber nichts. Wir werden schon wieder Geld zusammenkriegen. Guck mal, hier ist der. Da wären wir denn jetzt hin. Also eine Schnellreise. Wenn ich das hingefummelt kriege. Nicht. Und dann könnte man mal schauen, ob man in diesen Bereich reinkommt zu dieser Mission. Die müsste ich dann, glaube ich, noch auswählen. Aber da sind ja noch 3 Assassinen-Missionen. Die mache ich natürlich auch. Es macht Spaß. Auch wenn ich hier schimpfe und mecker. Die Steuerung ist nun mal, ja. Ja, man darf es kritisieren, denke ich mal. Man darf... Ih, ist das hässlich.
So, oh, die Aufgaben, die hier auf uns warten. Eine da oben. Da werden Leute hingerichtet. Aus irgendwelchen Gründen, die kein Mensch kennt. Ich glaube, oft waren Leute froh, dass sie nicht da hingen. Und sie verschont waren. Ich dachte, das wäre schon hier. Ich habe mich vertan. Was machst du denn da? Ach, da oben? Ah. Ja, das wird ja wieder eine Kletterorgie. Eine Orgie. Diese Schornsteine hier alle, ne? Ich hab gehört, du interessierst dich jetzt für Politik. Was du willst, Bürger. Mit welchem Nein, Recht hältst du dich so fest? Bleib stehen, du bist mit dir doch wieder ein Bürger wie du. Ja? Ja, ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam mit der Figur. Können wir hier gefahrlos hin? Ja. Kade. Oder Kokade. Ich brauche sie. Der macht das mal wieder von ganz allein. Ich verstehe das immer nicht. Guck, jetzt macht er wieder Pause. Er braucht immer einen Motivationsanstoß. Es gibt keine Anzeige mehr, wie viele wir hier haben. Na, Tutorials habe ich ja auch ausgeschalten. Vielleicht hängt das damit zusammen. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir dieses Gebäude hier. Das müssen wir jetzt mal genauer untersuchen. Da sind natürlich viele Gegnerlichkeiten. Das ist das. Das ist dieses Fort. Da werden viele Gegner sein. Das ist aber ein bisschen hoch, ne? Und hier ist auch kein Heuwagen. Da ist ein Feuer. Lass. Da ist ein Heuwagen. Guck mal da. Ob das geht. Nein, nein! Im Heuwagen. Es ist manchmal echt ein Witz. Es ist echt ein Witz. Weil ich mit den Füßen zuerst da gelandet bin. So, ich hatte was ausgewählt. Eine Kokade. Da. Meine Kokade. Was für ein Desaster hier wieder. Weg. Bin sauer. Weg hier. Mach Platz. Schrei ruhig. Es wird dich niemand hören. Niemand. Die sind immer so eine Grisseldinger. Die sind, machen mich verrückt. Sollen wir mal gucken, ob wir überhaupt hier raufkommen? Auf dieses... Ah, hier können wir erstmal darauf. Halt. So, und jetzt machen wir erstmal den. Haben wir einen Kunibert. Ich glaube, ich werde hier alle töten müssen. Da ist auch einer. Wo kommt ein... Ist da noch ein anderes Fenster auf? Nein. Ah. Na, das kann ein bisschen dauern. Das ist natürlich ungünstig, dass der da jetzt stehen bleibt. Er bleibt nicht stehen. Ja!
passiert. Warst du ein Maler? Hast du gemacht Malen nach Zahlen? Was ist das hier wieder für ein Was ist das hier? Das ist gar nichts, ne? Ach, das soll vom Fenster irgendwas sein. So, jetzt. Hier sind aber viele Gegner, ne? Das ist ungünstig. Ich habe ja jetzt hier meinen Spielraum. Den werden wir jetzt erstmal ausnutzen. Und mal gucken, ob hier oben irgendwas auf uns wartet. Nein. Doch, da. Ja, das ist, machst du gut. Schlaf gut. Da ist was. Da haben wir schon mal eine Truhe. Meins. Alles meins. So viel Zeit muss sein. Das ist ein Schütze hier, ne? Guck mal, das könnte jetzt, würde jetzt in die Hose gehen, wenn ich das mache, was ich hier vorhab. Also bringt das nichts. Wir wollen aber die... Ah, das ist fies. Ist hier ein Fenster auf? Mal gucken. Nein. Warum gehst du hier nicht raus? Hä? Oh. Und dann geht's auf einmal, ne? Hey hier, halt! Oh, scheiße! Wo denn? Willst du mich abhängen, du Hund? Weg! Ich habe nicht drauf geachtet. Das ist nicht gut. Na weg. Ich kann nicht gehen. Er hängt hier drauf fest. Es ist dämlich. Störst du den Frieden? Du kannst dich nicht verstecken, toter Mann! Es ist unermüdlich! So. Ihr werdet sterben! Wie funktioniert das eigentlich mit der Kirschbombe? So wirst du uns nicht los, du Hund! Das ist nicht gut! Ach so funktioniert das mit der Kirschbombe. Seh dich! Wenn es ist, dann sind es alle! Erntezeit! Sie sollen nicht auf Baumvorraten und schneiden
sie ab! Ab mit ihnen, schnell! Der hat Spaß da. So, du nervst mich schon die ganze Zeit. Hampelkram. So. Hier ist noch mehr Material zum Plündern. Was? Wo? Wer? Wie? Hä? Von wo? Du kannst mich doch da gar nicht sehen. Du bist blind. Ah! Nein, ich bin weg. Halt! Bleib stehen! Wer denn? Was denn? Ich komme mal zu dir hoch. Du hast da oben gleich Spaß. Das verspreche ich dir. Guck, Pieks. Ja, jetzt. Das große Maul hat ausgemault. Nee, das habe ich. So. Ich habe Phantomklingen. Die sind nämlich leise. Ohohoho. Das ist doch... Geh doch einfach runter! Oh, jetzt hängt er hier wieder fest. Mann! Ich mach das doch schon so gut ich kann. Und bring alle um. So, ich guck jetzt nochmal rein. Wir haben jetzt hier nicht mehr viel in diesem Gebiet. Wir haben jetzt hier noch... Ich schimpf hier wieder nur rum. Halt! Oh, ich krieg das nicht... Ich kriege es einfach nicht hin, weil ich will das markieren. Er zappelt einfach sich einen ab. Da unten. Wir müssen also runter. Was? Lebertran? Nee, da kommen wir nicht weiter. Hier könnte ich mich verstecken. Hier die zu. Hör auf. Hör einfach auf damit. Hier war doch eine Tür, ein Fenster auf, ne? Hier bin ich doch drin gewesen. Das ist da. Das heißt, ich muss da hin. Was? Ach, ich habe den falschen Trigger gedrückt. Oh, lauf, 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 lauf. Jetzt habe ich mich verdrückt. Wir mal schnell. So viel Zeit muss sein. Kriegen keine Pfeile wieder. Wo ist denn das, wo ich, was ich haben will? Da. Dann gehen wir da mal hin. Der schläft bloß.
So, schnell mal gucken. Jetzt ist nur noch die rote Truhe. Die wird aber vermutlich eine Luftnummer sein, weil wir haben ja nur Schlösser knacken 1. Was denn? Ich bin weg. Bin noch gar nicht da. Aber wir müssen irgendwie nach unten. Oh. Ah, Arno! Was zum Geier? Oh, nicht bewegen. Nicht bewegen. Den habe ich verpasst. Ja. War schön. Was hast du jetzt vor? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ist aber da hinten. Ich gehe jetzt einfach mal schnell dran vorbei. So. Hier ist weiter keiner. Hier kommen wir aber runter. Dachte ich. Wir kommen nicht runter. Cool. Wie kommen wir denn da hin? Sind das Kartoffeln oder Pilze? Da ist auch einer. Geh rüber. Arno, mach. Arno! Lass doch einfach los. Pieks. Danke. Die ist weiter höher. Die ist gar nicht unten, die Truhe. Oh, 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 oh. Himmel, wer hat das getan? Ich nicht. Ich habe ein Foto gemacht, wie ich auf der Lauer lieg. Was denn? Du hast hier rote Farbe an der Wand gemacht. Warum? Ja, das ist... Das ist eigentlich das, was ich an Assassin's Creed mag. Dieses heimliche Getue und Erledigen von Dingen. Das ist zwar langwierig und vielleicht auch beim Zuschauen nicht so interessant, aber bitte lass das eine eins... Nein! Ich muss hier wieder hin. So, da war aber mit zu rechnen, dass das so eine Truhe ist. Jetzt holen wir uns die noch. So. Huch, mir wird ja ganz düselig. Oh. Ich glaube, die mögen das nicht, wenn ich da oben rausgesprungen komme. Hi. Ich hab's im Kreuz. Aber hier kann ich denn schnell hoch. Das ist denn einfach. Hier an der Seite vielleicht. Und muss nicht durch das ganze Gemäuer kriechen, so wie jetzt. Zieh mal was an. Ach, die Leute waren arm. Ja. Robobesen. Ein Robo-Besen! Ach, wenn das nicht so traurig wäre. Da, was ist mit ihm? Hä? Oh, sind hier. Es ist ja traurig. Ist hier irgendwas? Was habt ihr denn da unten für Sorgen? Die ist doch nur eine Truhe und die ist für mich. Nicht dran. Jetzt. Okay, jetzt haben wir das endlich geschafft. Jetzt können wir uns hier auf diesen Punkt konzentrieren. Auf diesen hier. Das werde ich auch tun. So gut es geht. Auch schon wieder eine Folge um. Das geht aber schnell. Gut, dann begebe ich mich da mal hin. Und wir sehen uns dann, hoffe ich mal, in der nächsten Folge.
Entschuldigung. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.